Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und es ist Challenge-Zeit nach langer Zeit mal wieder. Und ihr solltet mir einen Trimaran bauen. Und diesmal sind tatsächlich auch ein paar Sachen zusammengekommen. Und die sind echt nice, muss ich sagen. Zumindest was ich bisher so gesehen habe im kurzen Überfliegen. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Ich habe mir heute auch extra mal auf meinen zweiten Bildschirm eure Seiten gelegt, also quasi die Infotexte, damit ich auch dieses Mal wirklich ja nichts verpasse. Und wir fangen an mit dem guten Stück vom Seras. Das ist schon mal ein richtig fettes Teil, sehr militärisch. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist es? Da ist es. So, und kurz die CIWS ist von Deathstalker 627 und die Deck Gun, also ne, ist von Spefia BF. So, also Trimaran passt, Funktion wahrscheinlich die Waffen und so. Jetzt schauen wir uns erstmal das Ding auf Land an. Nein. Wir schauen uns das Ding natürlich auch auf Wasser an. Wo ist es? Water Takeoff. Gib mal Stoff, Baby. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Schiff, ey. Als Gegner. Warte mal, wisst ihr was? Ich probiere mal kurz was. Spawn AI Plane. Water Takeoff. Jetzt machen wir mal 270. Nehmen wir jetzt nämlich einfach mal einen anderen. Nehmen wir mal. Keine Ahnung. Nehmen wir uns einfach nochmal selbst. So, da steht er ja schon. Dann können wir ja nämlich jetzt an dem Kollegen mal schön die Waffen ausprobieren. So, der fängt sich an zu bewegen. Machen wir mal die Gruppe 1 an. Das ist die CIBS. Lol. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Lol, warum quietschen hier Reifen? Aber die sieht schon sehr geil aus, die Waffe. Auch wenn die Serie es jetzt nicht selber gemacht hat. Schon mega cool. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal ein Schiffchen. Und versuchen es da mal mit der großen Kanone. Wenn ich jetzt wieder Seras Fahrzeug hole, hat das natürlich den Vorteil, dass ich die anderen nicht spoiler. So. Das jetzt ist die 2. Alter. Aber mal, machen wir mal die 1 kurz aus. Boah, ist das Ding langsam, ey. Ich fahre übrigens gerade rückwärts, fällt mir auf. Warum fährt das jetzt nicht mehr vorwärts? Pitch, forward, backward. Okay. Ich hätte es gern gedreht, das gute Stück. Ah, ich hatte den Joystick noch an, ich Depp. Allalala. Nicht gut. Okay, der verpieselt sich irgendwie gerade. Ich versuche den mal zu treffen. Boah. Ziemlich dicke Wendeprobleme habe ich hier. So, da ist er immer noch. Die Sonne steht gerade ein bisschen ungünstig, aber wir kommen schon da ordentlich in Achtung. Ich hoffe. Okay. Wo ist der Kollege? Ist er hinter der Insel verschwunden? Weiß nicht, warum die eben gerade die ganze Zeit so hochgeballert hat. Da ist er doch.
Man sieht die rote Positionsleuchte auf dem Dach. Ich treffe den irgendwie nicht. Moment. Ich muss mal kurz nochmal das Wetter ein bisschen besser machen. Sonst sehe ich nichts. Warum treffe ich den denn nicht? Ich fühle mich gerade etwas veräppelt. Komm schon. Yes, endlich. Oh. Gott sei Dank, es hat geklappt. Also die Waffen funktionieren sehr gut. Es hat aber noch mehr Funktionen. Ich habe ja gesagt, ihr solltet mindestens zwei Funktionen einbauen. Hier können wir nämlich hinten noch die Raketensilos aufmachen. Und dann Raketen rausfeuern. Das finde ich ziemlich cool. Können wir natürlich auch wieder zumachen. Typ. Ich weiß aber gar nicht, was waren das denn für Raketen eigentlich? Infernos waren das, alles klar. Also das Ding ist schon ziemlich nice. Mir gefällt es very good. Deswegen habe ich jetzt gerade auch schon wieder so viel Zeit drauf verschwendet. Nein, nicht verschwendet. Verwendet. Kurz noch die Kameras durchschalten. Also wir haben hier halt unser, ich sag mal, Cockpit. Außen. Ne, mehr haben wir tatsächlich gar nicht. Aber ist in Ordnung. Ist halt mega futuristisch, sehr militärisch. Das wird ein bisschen Kontrastprogramm zu den anderen sein. Aber das legt schon eine dicke Latte voraus auf. Ich hoffe, dass ich diesmal wirklich alles gezeigt habe. Wie gesagt, habe mir heute extra die Beschreibungstexte dazu gelegt, damit ihr euch nicht mehr beschweren könnt. Und deswegen kommen wir jetzt zur Dragonfly von wahrscheinlich ich. Dragonfly 25. Oh, das ist aber süß. Aber sieht auch wieder sehr nice aus. Jetzt muss ich kurz, da muss ich wieder mit Beschreibungstexten mir holen. So, Beschreibungstext ausklappen, der ist nämlich super lange. Falls ich hier was verkacke, wahrscheinlich ich, bitte nicht böse sein, aber das ist schon heftig. Also, Roll to Steer, man sieht hier hinten, bewegt sich. Ich habe doch noch nichts angefasst. Ah ne, sobald ich irgendwas mache, geht der Motor wohl an. Na gut. Ach so, die 8. Die 8 ist dafür verantwortlich, glaube ich. Ne, kann ich eh nicht ausschalten. So, Gruppe 1. Throttle to start the engine. Pitch for forward and reverse driving. Ach du Scheiße, guckt mal. Wie krank ist das denn bitte? Ich schnall ab. Macht der mal einfach ein ausfahrbares Segel drauf. Wie krank ist das denn bitte? Wie krank ist das denn bitte? Ich dreh durch. Und da hinten ist der Motor drin. Nein! Was für Details. Ich schnall ab, ey. So, machen wir Gruppe 1 mal aus. Machen wir Gruppe 8 mal. Wieder, guck mal, wie krank gut das aussieht. Wie funktioniert das zur fucking Hölle? Also alleine für die Funktionalität. Keine Ahnung. Also da muss jetzt schon super viel besseres Zeug kommen, damit hier irgendjemand gegen ankacken kann. Seras, sein Fahrzeug sah sehr, sehr geil aus, aber was soll man da bitte dazu sagen, ne? Guck mal, da kann man, das kann man hier zusammenfalten noch, das Boot. Warum tut man das? Wird es dadurch irgendwie schneller oder so? Ich mache das aber lieber mal auseinander, sonst fallen wir nach oben. So, für was ist diese Seite hier? Ach du Scheiße. Das hier ist zum Segeln, sagst du quasi. Aber ich kenne mich leider so gar nicht mit Segeln aus. Ich weiß nicht, wie man das richtig machen muss.
damit man nicht umkippt oder keine Ahnung. Guck mal, das Segel ist sogar wirklich weich. Dadurch, dass es so eine Lamellenform hat. Ich weiß nicht genau, wie man segelt, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen heute. Aber ich schätze mal, wenn der Wind jetzt irgendwie von hinten, von hier so kommt, dann geht das gut ins Segel rein und wir werden nach vorne geschoben. Keine Ahnung. Ist jetzt so meine Vermutung. Aber ich habe keine Ahnung. Finde ich so cool. Segeln ist ein cooles Hobby, glaube ich. Aber ich glaube, es wäre nichts für mich. Das ist so zeitintensiv. So, was haben wir noch hier als Funktion? G. G, was macht G? Landing Gear Button for the Stove. Was ist the Stove? Stove. Ich bin gerade verwirrt. Was ist Stove? Bin mir noch nicht ganz sicher, was der Stove macht. Ich restarte noch mal kurz. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir machen es mal alles hier, alles gut. Drücken wir mal G. Ich sehe nichts. Ich lese gerade auch noch mal, aber was zur Hölle heißt Stove? Stove heißt Herd. Ja, genau, das war auch in meinem Sinne, dass das Herd heißt. Aber was? Passiert hier? Doch, da passiert doch irgendwas. Ah ne, hier, der Schatten verändert sich gerade. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Dunst, was da passieren soll mit dem Stove. Falls ich da irgendwie wieder was falsch gemacht habe, bitte nochmal erklären, dann werde ich es gerne in einer der nächsten Folgen zeigen, aber ach, da. Ah, hier seht ihr das? Die Flamme. Das ist eine Gasflamme, die geht hier an. Man sieht das so ganz leicht. Alter, was für ein Detail. Da achtet doch keine Sau drauf, oder? Also, jetzt außer wir. Aber das ist schon ein mega tolles Teil. Muss man einfach mal neidlos anerkennen. Ganz, ganz großes Kompliment auf jeden Fall. Aber meine Güte, habe ich jetzt schon wieder Zeit verballert. Kommen wir zu 3, zum Flying Dolphin. Alter. Das sieht aus wie ein romulanisches Raumschiff. Ich bin gespannt, wie es schwimmt. So, kurz gucken. Hat das Funktionen? Okay, man kann mit Gruppe 1 kann man es in den Flugmodus versetzen. Es sieht schon nice aus, aber ist es ein Trimaran? Ja, prinzipiell schon, weil hier taucht es auch mit 3 Punkten ein, wie sich's gehört. Aber ich bin mir nicht so sicher. Schon ganz cool. So, und was macht die Gruppe 1 jetzt? Die macht die Düsentriebwerke an. Okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Ding sicher in die Luft bekomme. Brake to use the brake rudder under the wing. Okay, es startet einfach, läuft. Okay. Keine Ahnung, warum sich das eben so komisch verhalten hat. Und es fliegt auch wirklich gut, kannst du nichts sagen, aber was soll ich dazu sagen? Ich muss sagen, das ist jetzt einfach mein persönlicher Geschmack.
Mir gefällt's nicht, weil es irgendwie nicht so richtig am Thema dran ist. Andererseits sieht es sau cool aus, wenn ich gesagt hätte, baut mir ein Raumschiff, das im Wasser landen kann. Oder starten kann. Vielleicht muss ich mich auch erst ein bisschen mit anfreunden, ne? Es ist wie, wenn man als Kind oder als Jugendlicher das erste Mal Bier trinkt. Irgendwie schmeckt es anfangs noch nicht so gut, aber man gewöhnt sich dran. Master Keo, ich bitte dich jetzt nicht, das nicht als zu große Kritik anzunehmen, sondern einfach, das ist jetzt nur so mein persönlicher Geschmack. Hier mit dem Paddel, hier mit dem Pizza-Paddel zum Bremsen. Auch eher gewöhnungsbedürftig. Flip. Ist aber schon eine ganz witzige Idee. Aber ich will jetzt mal gucken. Was sind hier alles schwimmfähige Teile? Okay, das ist alles Buoyancy. Buoyancy. Das nicht. Was haben wir hier? Das ist Buoyancy. Okay, wo ist denn bei diesem Teil der Schwerpunkt? Okay, ziemlich weit hinten und ziemlich in der Mitte. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber gut, nur weil es Buoyancy ist, heißt es ja nicht, dass es kein Gewicht hat. Ah, stimmt. Aber so richtig eine besondere, andere Funktion hat es nicht, ne? Also es startet halt. Gut, kann man nichts sagen. Schwimmt und startet. Aber warte mal, ich will jetzt mal gucken, wie verhält sich das gute Stück denn sonst so auf dem Wasser? Weil wahrscheinlich ich, das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich habe keine Ahnung vom Segeln. Aber bei dem haben wir ja nicht viele Funktionen, wo ich sage, oh, wie mache ich jetzt das Segel oder sonst? Das ist relativ easy zu lenken. Ah, okay, mit Q und E funktioniert das auf dem Wasserlenken viel, viel besser. Hab mich schon gewundert, warum lenken das so scheiße. Aber Q und E und schon funktioniert alles. Wunderbar. Also auf dem Wasser funktioniert das echt nice. Und auch in der Luft funktioniert es echt gut. Nur das Design. Ist kein richtiger Trimaran für mich. So, das ist jetzt meine Entscheidung. Aber trotzdem ein cooles Werk. Hebt auch von selbst quasi ab. Das finde ich auch ganz nice. Fahrwerk hat es keins. Luftbremse. Ich finde dieses Paddel so witzig. Ich möchte das jetzt aber wenigstens mal versuchen, ordentlich auf dem Wasser zu landen, damit wir quasi wieder normal auf dem Wasser fahren können. Oh, das ist aber sehr schwierig. Also der Pitchwinkel, den richtig einzustellen, ist gar nicht mal so ohne. Also ich weiß nicht, das ist für mich so ein bisschen Challenge verfehlt. Ist nicht böse gemeint, aber irgendwie muss ich es bewerten und das ist für mich so ein bisschen an der Challenge vorbei. So, als nächstes haben wir den Trimaran 2 von Müller 99. Der hat mir 2 geschickt und das ist aber okay. Ich habe sie jetzt mal beide mitgenommen. Einfach um sie euch zu zeigen. Bin noch nicht ganz sicher. In der Beschreibung stand jetzt nichts von den Funktionen, wie ich die auslöse. Deswegen müssen wir ein bisschen rumprobieren. Hier haben wir so ein Lenkgestänge. Das finde ich ganz nett gemacht. Muss man sagen. Sieht auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Hier unten irgendwie noch so 2 Ausleger. Warum er die gebaut hat, weiß ich noch nicht. Ah, okay. Lol. Uiuiui. Ah, wie cool. Ein klappbares Segel. Alter, das ist ja wie bei wahrscheinlich ich. Nur halt ein bisschen anders gemacht. Das ist witzig. Nice. Ganz fetter Daumen nach oben. Das finde ich echt richtig gut gemacht. So, und was macht das hier? Ah, da kann man sich irgendwie so, ich sag mal so nach links und rechts ein bisschen mehr ins Wasser legen. Deswegen klappen dann die Teile dann auch. Ah, das bewegt einfach nur Segel. Mega cool. So. Ich frage mich, was das für einen Sinn macht.
dass die hier angehen, wenn ich das Segel runterpappe. Das verstehe ich momentan noch nicht so ganz. Wahrscheinlich, wenn Flaute ist, ne? Wenn Flaute ist, machen wir einfach Propeller an. Das gute Stück da runter und dann funktioniert schon. Also da muss ich sagen, der ist nicht schlecht. Das ist so ein Trimaran, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, was er so geschickt hat. Oder also schicken würdet, quasi, wenn ich jetzt in die Vergangenheit blicke und ihr wisst, was ich meine. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Ein Kumpel von mir fährt auch so ein Ding. Im Urlaub. Sehr häufig. Und das würde ich, glaube ich, auch gerne mal machen. Also so ein richtiger Trimaran, mit dem könnte ich irgendwie mehr anfangen, einfach so von der Materie her, als mit einem normalen Segelschiff. Segelschiffe interessieren mich nicht, aber die haben irgendwie sowas, was Technisches. Und stehe ich irgendwie drauf. So. Der Müller 99 hat aber nicht nur einen, sondern sogar zwei geschickt. Der sieht eigentlich... Der hier sieht halt ein bisschen schöner aus, weil das Segel halt nicht so zerfleddert ist, sag ich mal. Aber hat jetzt natürlich nicht die Funktionalität des geilen Segels, muss man einfach so sagen. Aber trotzdem, er bewegt sich. Das Segel können wir auch anlegen. Bisschen gegensteuern. Das hier, wie gesagt, mit dem Gestänge, das finde ich ganz nett eigentlich, die Idee. Aber insgesamt sieht er mir irgendwie ein bisschen zu verbastelt aus. Ich frage mich auch, für was diese Ausleger sind. Ist das gibt's das in echt so, diese zusätzlichen Ausleger, oder sind die halt jetzt wirklich nur ein Simple Plans für die Stabilität? Ich bin gar nicht so sicher, ob man die wirklich bräuchte für die Stabilität hier. Ich glaube, das werde ich gleich mal testen. Ah, wobei, es schaukelt sich schon. Ja doch, es schaukelt sich schon eine ganze Ecke auf. Aber der fährt echt gut. So habe ich mir das vorgestellt. Dem könnten wir bestimmt an einer Regatta teilnehmen. Hier 50 Meilen pro Stunde. Ist ein bisschen schnell wahrscheinlich. Moment, kurz rechnen. Ich habe jetzt keine Lust, das im Kopf zu machen, während ich auch noch reden muss. So als Let's Player muss man irgendwie so... Entschuldigung, Leute. Muss man irgendwie immer so viele Sachen auf einmal machen. Mal 1,6... Moment, was... Hä, was steht denn da für eine... Was ist das denn? Warum steht denn ein Rad oben in meinem Taschenrechner drin? Keine Ahnung. 80, 1,5 mal 16, 1,6 mal 15, ja doch, 80 Tatsache. Ja, 80 Meilen pro 80 km/h pro Stunde kann man schon mal machen. Ist ziemlich schnell. Ich weiß nicht, was ein Segelboot so erreichen kann, aber ich glaube, das ist ein bisschen viel. Naja, also der gefällt mir auch ziemlich gut. Der andere hat halt eine geile Funktion mit dem faltbaren Segel, muss man sagen. Aber der ist ein bisschen hübscher. So, was haben wir heute noch im Angebot? Zwei Stück haben wir noch. Und ich glaube, das sind zwei richtige Perlen. Einmal hier vom Vico. Auch sehr, sehr militärisch das Ganze. Bin mal gespannt. Die liegt nicht so gut im Wasser irgendwie. Aber er hat sich eine Mod geholt. Und zwar eine 20mm Kanone. Die kann man auch mit WASD steuern. Die ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Hat er halt nicht selber gebaut, aber ich finde die schon mega geil, oder? Auch das Geräusch. Das ist ein anderes als die normale 20mm Kanone. Das Ding ist... Auch wie das so nachhallt. Richtiger Schusssound. So, und jetzt haben wir hier verschiedenste Funktionen bei dem ganzen Teil. Leider gibt es keine in dem Download auf der Download-Seite von dem Teil gibt es leider keine Erklärung. So, ich weiß zum Beispiel nicht, was das hier ist. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das hier tut. Ich
drücke jetzt mal auf die 1. Okay, das waren Raketen. Auf die 2. Das waren Raketen. Auf die 3. Ah, okay. Einfach nur Rauchspuren. Auf die 4. Auf die 5. Auf die 6. Ah, die 6 ist das Flugzeug. Und das sieht ziemlich geil aus. Muss ich sagen. Das Flugzeug gefällt mir echt gut. Allerdings ganz... Lol, was denn jetzt passiert? Allerdings ganz schön wendig das Ding. Ein bisschen zu wendig. Irgendwie, wenn ich Leertaste drücke, um zu schießen hier unten, passiert das. Ah, hier ist das Cockpit. Hier kann man schön die Kanone beim Arbeiten betrachten. So, lenken kann das ganze Teil natürlich auch. Und zwar sogar ziemlich gut. Driftet ein bisschen, aber das passt schon. Ist nicht so schlimm. Und es wird auch ganz schön schnell. Aber es ist halt kein Segelschiff, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ah, hier haben wir irgendwie Trimmflächen. Warum ist denn das hier so angeschrägt? Ach so, ich hätte hier das Flugzeug auch noch ein bisschen anwinkeln können, ich verstehe. Alter, wir fahren 93 Meilen pro Stunde. Das ist aber... Das ist ordentlich, würde ich mal behaupten. Aber am coolsten fehlt mir noch die Kanone von dem Teil. Ich mag die total. Mag die total. Kann ich mich damit selbst zerstören? Nee. So, und was wir jetzt noch schnell machen. Ich lasse nämlich jetzt noch ein Schiff spawnen, auf das wir jetzt zufahren. Seras Schiffchen, um genau zu sein. Und den holen wir uns jetzt. Warum dreht sich das denn die ganze Zeit weiter? Ah. Weil ich noch den... wie heißt's? Noch den Joystick drin hatte. Bin mal gespannt, was für eine Durchschlagskraft das Teil hat. Oh. Ich hoffe, dass wir überhaupt noch ankommen, weil der Sprit geht mir langsam aus. Ich glaube, es ist untergegangen schon. Jupp, ist untergegangen. Läuft. So, und jetzt schauen wir uns noch das letzte Schiffchen für heute an. Alter, die Folge ist mega lange geworden, aber es ist in Ordnung. Ich freue mich, dass es so viele Einsendungen gab. Als letztes haben wir den Trimaran von Noah Brock alias Han Solo. Und da muss ich sagen, Hammer. Einfach Hammer. So ein richtiger, so eine richtige Yacht in Form eines Trimarans. Scheiße, die waren dran, oder? Ist das geil? Kann keiner sagen, dass das nicht geil ist. Und da für mich ist das auch eindeutig der Gewinner für Thumbnail. Ich habe selten sowas Schönes gesehen. Wirklich tolles Schiff. Richtig mit Luxus allem drum und dran hier hinten. Kleines Bootchen. Könnte auch ein Jetski sein. Nee, glaube ich nicht. Kleines Bootchen, Pools. Das Ding ist mega schnell. Richtige Motorjacht. Hier um die Fähnchen drehen sich sogar mit. Das Teil ist sogar drehend gelagert, damit es nicht kaputt geht. So, schauen wir uns mal an. Die Nummer 1 sind die Lichter. Ah, guck mal. Wie ein Weihnachtsbäumchen. Schön dezent gesetzt. Finde ich cool. So, was haben wir denn noch? VTOL ab. Ah, guck mal, da können wir hinten das kleine Bootchen rausfahren. Und dann die 2 drücken. Tschüss. Was macht das denn? Ah, guck mal, hier oben hier, die Radarschüssel dreht sich auch noch. Alter, das Ding ist viel schneller als ich. Das finde ich nicht in Ordnung. Ah, hiermit senkt man den Anker. Flupp. Und schon liegen wir tiefer im Wasser drin. Achso, VTL macht auch die Radar-Rotation. Okay, und das Trim macht den Anker.
Finde ich gut. Lol, jetzt haben wir es überholt. Wie haben wir es denn überholt? Was passiert, wenn es uns rammt? Lol. Momentchen mal. Kriegen wir es vielleicht hin, dass wir gleich nur noch ein einziges Schiff haben und kein jetzt Katamaran mehr? Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Das Ding ist so schmal. Das wird es wahrscheinlich nicht überleben, oder? Hat das eigentlich hier noch verschiedene Perspektiven? Ja, schöne Kameras eingebaut. Dieses kleine arme Schiffchen. Ah, sehr schön. Wir haben auch ein Cockpit. So, und jetzt fahren wir mal ganz vorsichtig an der Küste entlang. Ich will nämlich hier diesen Ausleger noch zerstören. Oder auch nicht. Scheiße. Er kippt das Ding hier um. Ein bisschen nach links lenken, um wieder auf die Gerade zu kommen. Nee, das kannst du vergessen. Ah, das sieht so cool aus. Und geht auch richtig ab. Das legt sich so richtig schön nach hinten ins Wasser rein. So, mach mal Licht an. Was macht denn Q und E? Achso, damit können wir uns einfach zur Seite drücken. Was ein schönes Spiel der Düsen. Links, rechts. Ah, und wenn ich lenken will, wird einfach darüber gelenkt. Ja. Das ist schon ein krasses Teil. Alter, was hat das vor allem auch für einen Wendekreis? Der ist ja winzig. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich den auch ordentlich parken kann. Weil so ein Teil, das muss auf jeden Fall in den Hangar rein. Oder wie auch immer man das bei einem Schiff nennt. Das kann ja nicht einfach draußen stehen bleiben nachts. Viel zu teuer. Anhalten. Ja, blöd nur. Ah, das fällt mir jetzt gerade auf. Wenn die Triebwerke aus sind, kann ich nicht mehr lenken. Ne? Geht nicht mehr, ne? Will nicht. Das ist natürlich etwas schwierig, dann komme ich nämlich nicht ordentlich in den Hangar rein. Na gut, muss aber auch nicht. Also von mir aus, das ist absolut der Gewinner, glaube ich, für heute. Mit dem von Seras zusammen. Wobei, eigentlich waren heute alle echt gut. Kannst du nichts sagen. So gute Einsendungen hatten wir schon lange nicht mehr, meine Damen und Herren. Und das freut mich super. Das heißt nämlich, dass ich die Challenge auf jeden Fall weitermache. Macht mir mal einen Vorschlag, was ihr als nächste Challenge gerne hättet. Wahrscheinlich werde ich auch noch mal 2 Wochen in das Land ziehen lassen. Und wenn aber Leute sagen, sie wollen unbedingt mitmachen, dann vielleicht auch nur eine. Also macht mir Challenge-Vorschläge bitte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.